Es sind wunderbare Erinnerungen. Ich war als Kind dort während zwei Sommer. Und das ist ein magischer Ort. Es ist ein Großchalet in Rossinières bei Gstaad. Es knarrte und es zischte und es war kalt und wir froren und es war unglaublich spannend. Es gab ganze Stockwerke, die verschlossen waren. Seit Hunderten von Jahren hatten wir das Gefühl. Harumi und ich haben dieses Chalet entdeckt. Und zwischendurch musste ich auch arbeiten. Dann hieß es, Valthus ist aufgestanden, il est prêt, vous êtes prêt. Ja, war ich. Dann gingen wir in sein Atelier. Das war ein sehr schönes altes Holzhaus, sehr luftig. Er hatte einen Liegestuhl da mit mehreren kratzigen Teppichen drauf. Und Valthus machte Zeichnungen, aber auch ein Bild. Und das Schwierige war, dass man einfach immer die absolut haargenaue Position einnehmen musste. Er hatte damals schon seine Polaroid-Kamera, das war aber noch so in den Anfängen, die waren auch noch unglaublich teuer, deshalb musste man schön aufpassen, wann man abdrückt. Und ich musste eigentlich immer wieder Modell sein und ich orientierte mich an diesem Teppich, weil es hatte Schlaufen. Ich wusste, der eine Finger war so und die Hand war so und er hat 10 Minuten, 20 Minuten, manchmal 30 Minuten musste ich den Kopf noch ein bisschen drehen, den Fuß ein bisschen abwenden, die Ferse nach rechts, die Ferse nach links. Und da stand ich, saß oder was auch immer für Positionen. Eine Position war mit einem Spiegel in der Hand, die andere war so lasziv liegend, aber das war natürlich ausgesprochen anstrengend, weil man sich nicht bewegen durfte. Und ich war ja erst 9 oder 10 Jahre alt. Und dann hat er sehr viel erzählt. Und wir hatten eben ein Geheimnis, weil er konnte Schweizerdeutsch. Er war mit einer Bernerin verheiratet und er konnte wirklich gut Schweizerdeutsch sprechen. Und das fanden wir sehr lustig, weil es kamen immer wieder Leute rein, die zu trinken brachten oder Passanten. Oder es war ein sehr offen, dieses Atelier. Und wir hatten dann unsere Geheimsprache. Und dann hat er sehr viele Geschichten erzählt. Es war unglaublich amüsant. Ich durfte nicht lachen. Auch wenn er die Zehen gezeichnet hat, durfte ich nicht lachen, oder? Weil das eine Auswirkung hatte. Also es war manchmal ein bisschen schwer verständlich für ein Kind. Aber wunderbare Zeit, sehr, sehr schöne Erinnerungen, sehr viele persönliche Momente, wie die er auch geteilt hat aus seiner Kindheit. Er hatte meine Urgroßmutter getroffen als Kind und hatte die Sammlung Hahnlos besucht in Winterthur, auch als Kind mit seinem Stiefvater, den er begleitet hat, Rilke. Und das war einfach, also wir haben sehr viele Momente ausgetauscht und heute bereue ich, dass ich nicht mehr aufgeschrieben habe, aber es ist noch viel da. Und dann gab es dann wieder Pausen und dann wurde die Welt wieder erkundet mit Harumi, mit seiner Tochter und das waren wunderbare Momente. Und ich war in diesem Chalet, ein Berner Chalet in den Bergen, alles Holz, alles knarrte und eine wunderschöne japanische Prinzessin, Setsuko, die dort Leute eingeladen hat zu Teezeremonien und Balthus bewegte sich manchmal in seinem Kimono und ein Grand Seigneur und schritt mit seinem Stock immer sehr theatralisch inszeniert. Und das war wirklich lustig, dieses Bild von diesen zwei Kulturen, die wirklich aufeinander gestoßen sind. Und ja, es sind wunderbare Erinnerungen, Kindheitserinnerungen. Und damals wusste ich, ja, es ist doch etwas Wertvolles, was ich da leiste. Und ich habe meinen Eltern gesagt, ich habe gearbeitet. Und er hat mir Zeichnungen geschenkt dann und dann habe ich die noch als Erinnerungsstück. Und das war eine wertvolle Zeit für mich. Er war ja fasziniert von der Kindlichkeit oder auch diesem Wechsel vom Kind zum Erwachsenen. War er selber auch ein bisschen ein Kind? Also ich denke, es gab verschiedene Personen, die er darstellte. Er hatte wirklich eine sehr theatralische Seite und er konnte unglaublich inszenieren und er konnte auch wirklich Theater spielen. Wir haben so gelacht mit ihm. Er hatte auch so kleine Marionetten, die er gemacht hat. Und also einerseits war er eben Balthus, dieser Grand Seigneur. Andererseits hatte er eben noch was so sehr bübisches, verschmitztes, lustiges. Und wir haben sehr viel gelacht. Er hat viele Geschichten erzählt, er hat Anekdoten, er kannte sehr viele berühmte Leute und hat gesagt, weißt du, der, und das ist, der trug ein Toupet und ich habe das immer gesehen oder der hatte dieses und jetzt. Also er hatte so eine sehr freundliche, kindliche Seite. Und das ist auch das, also er ist ja auch mit Kind, er beobachtet auch in vielen Bildern, wie wenn er Teil wäre von diesen Spielereien. Er ist wirklich auch Kind in bestimmten Situationen. Ja.
ein faszinierender Mensch. Und wer ein bisschen Kunstgeschichte kennt, erkennt sehr viele Motive und Geschichten und Darstellungen wieder in seinen Bildern. Also er hatte auch, es war auch ein, er zelebrierte eigentlich die alte Kunst, die alte Malerei und fügte seine rein mit manchmal auch einer Prise Humor. Also manchmal ist es sehr so schmunzelnd, die Katze, die daneben noch ihr Milch leckt, wenn ein Mädchen sich ausruht. Also auch sehr, sehr persönliche Sachen. Und es hatte viele Katzen im Haus, es hatte später auch einen Hund und er spielte mit den Tieren, das war wirklich wunderbar. Ich habe sehr schöne Erinnerungen, ja.